Okay, Tür. Ja, Tür ist fest verschlossen. Ist schon klar. Können wir den vielleicht knacken? Ah, dammit. Geh weg. Harvey Klon. Was weißt du, sollte also bis. So, wie viele Harveys haben wir denn jetzt hier? 2 Stück. Cool. Werden das noch mehr? Vermehren die sich? So, wo sind denn die Spitzengegenstände? Hier. So, schauen wir mal. Lilly beschloss, das Schloss mit Hilfe der Stricknadeln zu knacken. Und wieder hatte Lilly ihre Unfähigkeit bewiesen. Es war eine Schande. Lilly war einfach nicht geschickt genug. Oh, schade. Können wir die zumindest wieder mitnehmen? Die Tür. Okay, fest verschlossen, wunderbar. Also, naja, eigentlich nicht wunderbar, weil ja eigentlich schlecht und so, ne? Können wir da vielleicht von den anderen. Wir haben ja hier zum Heizungskeller. Da kommen wir ja noch hier zu dem letzten. Da waren wir ja noch nicht sonderlich viel. Ach, da sind wir nur hier reingekommen, ne? Kann uns denn vielleicht die noch weiterhelfen? So mit Geisterkostüm? Lalal, ich stricke für den Doktor, das wird mir gut bekommen. Ich stricke für den Doktor. Om nom 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 nom. Oh. Schön. Schauen wir mal hier raus, was es hier gibt. Ach, da kommt. Ja, stimmt, da kommen wir ja nur wieder hier hin. Kommen wir also hier nicht raus. Können wir denn mit der Rollenspielrunde noch was machen? Hallöchen, was geht? Pizza steht da, die ist du leer. Du bist wahrhaftig eine tapfere Kriegerin. Ganz Hot Motigor steht in deiner Schuld. Ah ja, okay. Mit denen können wir aber nichts mehr machen. Du? Es ist so deprimierend. Ich soll Erfahrungspunkte ausgeben, um ein Talent zu steigern. Ausdruckstanz, Musizieren, Schlösser knacken. Eigentlich will ich nichts davon können. Gibt es kein Talent wie sich mit seinem Schicksal abfinden oder Punkte vergeben, ohne dabei in eine Existenzkrise zu geraten? Peters Zaudern machte Lilly wütend. Konnte dieser notorische Nörgler nicht einmal die einfachsten Entscheidungen treffen? Am liebsten hätte Lilly ihm eine gescheuert. Doch etwas hielt sie zurück. Gleich nicht mehr. So, reden wir nochmal mit Peter. Au! Du hast ja recht. Ich erhöhe einfach Schlösser knacken und damit hat es sich. Da, behalte du ruhig den Charakterbogen. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Ah, wunderbar. Jetzt können wir vielleicht versuchen, ob das jetzt noch klappt. Ah ja, die muss ja erst wieder das Ding aktivieren. Sonst kommt Harvey gleich wieder. Und da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Ist eigentlich voll logisch, was wir hier machen, aber naja. Lilly beschloss, das Schloss mit Hilfe der Stricknadeln zu knacken. Und wieder hatte Lilly ihr Es. Lilly. Okay. Charakterbogen. Lilly wünschte sich, sie wäre in Hot Motigor wäre so. Ah, I see what you did there. Glaube ich zumindest. Kann ich jetzt hier mit Harvey vielleicht. Hallo, Spiel. Lass mich mal. Seltsam. Nicht. Okay, das geht also auch nicht. Lilly wünschte. Ich bin jetzt also Schippo der Clown. Ich müsste jetzt rein theoretisch wieder in die Rollenspielwelt kommen. Geht das denn? Du bist wahrhaftig ein ganz hoher. Okay, das geht nicht mehr. Wenn es nicht meine Wirkung. Das hat Spaß gemacht. Du musst unbedingt mal wieder mit. Drogelbeck. Das Kind. Kann ich jetzt hier mitspielen wieder? Probiere sie nur, wonach ihr der Sinn steht. Mehr Erfahrungspunkte gibt es nicht. Frag doch Peter, der hat noch welche übrig. Ah ja. Nein, danke. Wenn es nicht meine Würde ist, die du mir genommen hast, passe ich. Ach, die hätte ich auch in der Tasche irgendwo. Oh, wie nett. Oh, das kann ich nun wirklich nicht annehmen. Okay. Drogelbecher? Okay. Hm. Wie komme ich denn jetzt wieder in die Rollenspielwelt? Muss ich mich selber hypnotisieren, oder was? Das Wollknopf. Ja, Symbol der Freundschaft, I know. Mysterious. Benutzen wir nochmal die Stricknadel hier. Vielleicht hatte die Ober...
Okay, das geht nicht. Lilly beschloss. Und wieder, es war Lilly. Wie geht das jetzt? Lilly wird. Harvey? Das ist keine Katze, Lilly. Selbst nicht. Das ist ein Hase. Ah, ich kann Harvey mitnehmen. Ah, ich bin so ein Held. Entschuldigung. Ich bin so ein Held. Ja, das kennen wir schon. Fail und so, ne? Wundert euch nicht. Ah, I see what you did there. So, und jetzt sind wir ja neuer Rollenspielcharakter. Können wir das rein theoretisch... Die Tür war fest verschlossen. Ja, I know. So, das Huhn... Das hatte Lilly... Ja, das hatte Lilly aber endgültig kaputt gemacht, Lilly, das stimmt. Aber was einen Bö... Das hatte... Okay, das können wir nicht mitnehmen. Hätte mich jetzt auch gewundert. So, können wir hier rüber, oder was? Scheinbar. Ja, geh doch mal weiter, Lilly. Der König ist ja tot. Der müsste hier irgendwo... Ah, ein Pfeil. Cool. Hallo, Pfeil. Können wir jetzt mit dem Pfeil vielleicht das Ding knacken, das Schloss? Ja, geh da weiter, Lilly. Ich hab nichts gemacht. Ich bin nur im Inventar gelandet. Versehentlich. Können wir mit dem Pfeil jetzt das Gittertor knacken? Es klang zwar verrückt, aber eigentlich hatte sie ja jetzt das Talent, Schlösser zu knacken. Geschafft. Aha. Das Gitter war offen. Sie fragte sich, ob... Okay, jetzt kommen wir wieder zurück und jetzt sollte auch die Tür offen sein. Völlig logisch, versteht sich. Haha. Tatsächlich. Während ihrer Trance hatte sie auch das reale Gitter geöffnet. Der Weg in den Turm der Irrenanstalt war frei. Irgendwo dort in dieser schwarzen Ungewissheit würde sie ihre Freundin finden. Oder den Tod, je nachdem. Ohne groß darüber nachzudenken, nahm Lilly den Stoffhasen mit. Wenn sie schon Dr. Marcells Reich betreten musste, wollte sie wenigstens nicht allein sein. Wie sonst? Oh, die arme Lilly. Ah, jetzt sind wir wieder hier oben. Hier hängt schon wieder Alfred rum, der hässliche. Und die Klostermusik ist wieder am Start. Hier geht's zu Ednas alter Zelle, da waren wir ja auch schon drin. Edna, die Tür war fest verschlossen. Natürlich ist die Tür fest verschlossen. So, was ist denn jetzt hier los? Hier ist ein Mondschein. Oh, do not disturb. Das nehmen wir gleich mit, natürlich. Ach, da war der Haken an der Tür. Was bringt mir das jetzt? Kann ich da Alfreds Porträt aufhängen? Eine Sache, die Idee. Entschuldigung. Was auch immer mir das jetzt bringt. Ich gehe mal in den Abstellraum. Oh! Hi. Was geht? Ich warte jetzt erstmal, bevor ich da hinten hingehe. Was zum... Der sonst so neunmal kluge Stoffhase gab keinen Mucks von sich. Ob er beleidigt war? Können wir ihn ja ein bisschen mit der Bowlingkugel bearbeiten. Der sonst so... Ach schade, geht nicht. Hätte mich jetzt nicht gewundert. Hier ist wieder irgendwas Radioaktives. Das suboptimale Gehirn ist auch noch am Start. Wie ungeschickt. Oh. Lilly hatte die Termitenfarm kaputt gemacht. Ja, Lilly kann auch irgendwie gar nichts, ne? Hm, hier ist ein Spiegel. Let's nehmen den mal mit. Kleiderständer? Hallo, Phantom. Der Kleiderständer, war das. Solange der Ständer... Okay, ich probiere mal was. Ich habe da so eine Idee. Oben auf dem Aber irgendetwas fehlte. Und ich klicke das immer aus Reflex weg. Das ist blöd. Lilly schauderte. Plötzlich stand ein Gespenst in der Abstellkammer. Was ist das denn? Ein Geist? Na hör mal! Wenn hier einer spukt, dann bin ich das! Verschwinde von hier! Wenn du Alfred siehst, sag ihm... er soll hier mal vorbeispuken. Ich habe mich nie von ihm verabschieden können. Ah ja. Da hatte jemand seine Lunchbox stehen lassen. So etwas konnte Lilly nicht passieren. Sie hatte ja gar keine Lunchbox. Bah, Honigpfannkuchen, was zum... Können wir die mit den Termiten benutzen oder irgend sowas? Oder dem Phantom hier vielleicht geben? Nein, danke. Außer vielleicht eine Gelegenheit, mich von meinem Bruder zu verabschieden. Ach, das ist der zweite Sohn von Dr. Marcel hier. WTF? Okay. Gut zu wissen. Kann ich denn hier jetzt... Ich probier mal was.
Wenn ich hier jetzt den Spiegel aufhänge. Ein Spiegel. Lilly hat ich hab da eine Idee. Ich hab da eine Idee. Wie gesagt, ich spiele es ja nicht blind. Also ich weiß grundsätzlich schon, wie das jetzt funktioniert, aber nicht genau. Und zwar... Termiten. Muss ich jetzt rausgehen? Bemerkenswert. Oh. Die Termiten hatten den Pfannkuchen verputzt und dabei ein Loch in die Tür genagt. Cool, sehr cool. Ist voll logisch. Und jetzt, glaube ich, muss man... Was ist das denn? Ein Geist? Na hör mal, wenn hier einer spukt, dann... Warte mal, Alfred? Alfred, du bist es wirklich. Ich kann es kaum fassen. Oh, Alfred, ich konnte mich nie von dir verabschieden. Und dabei habe ich dir doch noch so viel zu sagen. Oh, wo soll ich anfangen? Ach ja, ich weiß. Du miese Dreckskröte! Deinetwegen habe ich mein ganzes Leben in einer stinkenden Kanalisation verbracht. Na warte. Well, that escalated quickly. So, wir schnappen uns jetzt den Schlüsselbund. Und kommen damit ins Büro von Dr. Marcel, denke ich jetzt einfach mal. Oder in Ednas Zelle. Bürotür. Lilly wollte ganz vorsichtig sein. Verdammt! Scheinbar steckte ein Schlüssel von der anderen Seite. Okay, dann müssen wir also hier zu Ednas Zelle aufschließen, denke ich jetzt mal. Warum auch immer das Phantom den Schlüsselbund hat hier. Ist der angestellt seit neuestem hier, oder was? Lilly, so ein Glück. Wir hatten schon Sorge, du wärst auch erwischt worden. Der Doktor ist vollkommen übergeschnappt. Er will uns alle zu willenlosen Marionetten machen. Sieh nur, was er der Oberin angetan hat. Oh. Hallo, Lilly. Schön, dich zu sehen. Aber was treibst du bloß hier? Mitten in der Nacht. Haben dich deine Mitschüler dazu angestiftet? Das sind so ungezogene Kinder. Du hingegen warst immer so brav. So brav. Es tut mir leid, dass ich immer so streng war. Aber jetzt, dank Dr. Marcel, bin ich auch ein artiges Kind. Komm, Lilly, setz dich. Du kannst mir helfen, die Puppen für den Doktor zu sticken. Ignoriere sie einfach. Finde lieber einen Weg, um uns zu befreien. Wir müssen hier fort, bevor der Doktor... Oh, oh. Habe ich dich endlich. Ich hatte gehofft, dass du hier aufkreuzen würdest. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, um die Produktion meiner Hypnosepuppen voranzutreiben. Schon sehr bald werde ich die ganze Welt beliefern. Aufsässige Kinder wird es nur noch in Geschichten geben. Sobald ich dich meiner verbesserten Hypnosetherapie unterzogen habe, kann mich nichts mehr aufhalten. Sag mal, gibt's hier in diesem Spiel eigentlich noch irgendjemanden, der halbwegs normal ist? Alter! So, HW-Puppen. Du sollst Erwachsenen um nicht widersprechen. Du sollst nicht... Hilfe! Ach du Scheiße. Abfalleimer, was ist denn da drin? Lilly. Normalerweise wartete sie, bis die Oberin fort war, bevor sie im Müll wühlte. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Aber was war das? Waren das... Augen? Haben wir jetzt Harveys Augen, oder was? Harveys alte Augen. Können wir jetzt vielleicht? Lilly kam eine Idee. Sie wusste, sie konnte nicht gut nähen. Aber vielleicht reichte es aus, um Harvey seine alten Augen zurückzugeben. Allerdings fehlte noch etwas, um diesen Plan umzusetzen. Ja, wahrscheinlich eine Nadel, ne? So, können wir jetzt hier... Perfekt. Jetzt hatte Lilly Nadel und Faden. Nadel und Faden, ja. Spitze Gegenstände können wir ja verwenden, also müsste es eigentlich klappen. Lilly kam eine Idee. Sie wusste, sie konnte nicht gut nähen. Aber vielleicht reichte es aus, um Harvey seine alten Augen zurückzugeben. Sie machte einen ersten Stich. Ah, Harvey näht.
So, mit Harry. Lily zögerte. Zu oft hatte man ihr gesagt, dass sie nicht mit Nadel und Faden umgehen konnte. Aber was hatte sie schon zu verlieren? Sie würde es wohl darauf ankommen lassen müssen.